You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire every day, but I feel. Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Hier kommen so langsam alle Kinder von der Schule und ich komme gerade vom Einkaufen. Ich muss jetzt ganz geschwind kochen, weil meine Mäuse natürlich Hunger haben. Und hier der kleine Schatz, der hat auch Hunger und deshalb muss ich ihm jetzt erstmal geben und dann gehen wir gemeinsam in die Küche. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ich denke, dass wir heute, wartet mal, wir gehen mal ins Wohnzimmer, dieses Chaos hier beseitigen. Denn unser Tannenbaum ist ja noch da. Ich hatte noch keine Zeit, den ja abzuschmücken, hatte aber auch noch keine Lust, muss ich dazu sagen. Denn ich hatte ja nicht so viel vom Weihnachtsfest. Und bei uns wird der Tannenbaum immer nach Drei Könige abgeschmückt. Ja, und gestern war ja Drei Könige. Ich wollte ihn jetzt einfach noch ein bisschen stehen lassen, denn abends, wenn die Lichterkette an ist, ist es doch sehr gemütlich. Und ja, es sieht halt so schön aus. Aber gut, irgendwann ist auch mal genug mit Weihnachten. Der Max, der hatte heute früher Uni aus. Also eine Vorlesung wurde wohl abgesagt. Und deshalb frage ich ihn mal, ob er mir helfen mag, den Baum abzuschmücken. Aber wie gesagt, jetzt bekommt der kleine Mann hier erstmal was. Und dann gehen wir gemeinsam in die Küche. Ich habe einiges vor, was ich kochen möchte. Und dann schauen wir mal, was noch so im Video passiert. Und ich wurde übrigens auch ganz oft gefragt, ob ich denn stille. Also unter meinem letzten Video, weil ich ja dieses kleine Fläschchen bei DM gekauft hatte. Und deshalb kam dann ja mehrfach die Frage, ob ich nur abpumpe und wieso ich abpumpe und so weiter. Also diese Medela, also dieses Teil zum Abpumpen habe ich nur von der Ärztin bekommen für den Notfall. Denn er hat ja am Anfang ja so ein paar Probleme gehabt und deshalb hat sie mir das verschrieben. Das hatte ich dann in der Apotheke geholt und mit diesem kleinen Fläschchen, das eben von der Firma war, hat er Schwierigkeiten gehabt und deshalb habe ich einfach so ein kleines Fläschchen bei DM noch gekauft. Aber wie gesagt, wir brauchen es nicht. Ich habe jetzt gar nicht mehr abgepumpt, seitdem wir vom Krankenhaus zurück sind und das klappt jetzt alles wirklich sehr, sehr gut. Und ja, genau, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz aufklären bzw. erklären. Und ja, jetzt bekommt der kleine Schatz hier lecker Essen. Na, hast du jetzt Hunger? Hast du Hunger jetzt, ja? So, ist mein kleiner Schatz jetzt satt? Bist du satt? Ich glaube noch nicht. Im Moment hat er voll die Phase, dass er total viel trinkt. Die Hebamme war übrigens heute auch da und hat ihn wieder gewogen. Jetzt wiegt er 4270 Gramm. Und das heißt, er wiegt ja, etwas mehr als Lissandro bei der Geburt. Lissandro hatte 4120 Gramm bei der Geburt. Und ja, jetzt hat er kräftig zugelegt. Da freue ich mich natürlich total. Ein ganz schönes Chaos hier bei uns unterm Tannenbaum, ne? Ich schaffe es einfach nicht, das wegzuräumen. Das ist so, so schön. Da haben sich einige ganz viele Gedanken gemacht, was sie denn schenken könnten. Und jedes Mal, wenn Besuch kommt, schauen wir uns das alles nochmal an. Ne? Was du bekommen hast und was deine Brüder bekommen haben. Salute! 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 Und ihr hattet mich auch auf Instagram gefragt, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte. Einfach auch als Inspiration, falls ihr irgendwo eingeladen seid. Sorry. falls eine Freundin ein Baby bekommt oder eine Bekannte, eine Schwester.
damit ja, ihr eben, wie gesagt, eine kleine Inspiration habt. Das Video werde ich euch auf jeden Fall abdrehen. Da sind einige tolle Sachen dabei. Klar, es ist Geschmackssache. Aber ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wann ich das Video abdrehen kann. Denn ja, hier ist natürlich einiges los. Könnt ihr euch ja denken, aber ich habe es versprochen. Und Versprechen muss man halten. Und deshalb kommt das Video auf jeden Fall online. Und ja, heute muss ich dann das ganze Chaos da wegräumen, ne? Und auch ganz vieles waschen, denn er hat auch ganz viele tolle neue Kleidungsstücke bekommen. Ja, und da freue ich mich natürlich, ne? Hast du dich auch gefreut? Ja, ne? Interessiert dich nicht die Bohne? Interessiert ihn nicht. Ich hätte es jetzt ja mal fürs Video ordentlich hindrapieren können, ne? Aber das wäre gelogen und nicht die Realität. Und deshalb zeige ich es euch jetzt einfach so. Das hat zum Beispiel meine Schwester mitgebracht aus London. My first Christmas. Wunderschön. Und ja, hier zum Beispiel ist auch was richtig Schönes. Das habe allerdings ich bekommen. Da habe ich mich total gefreut. Und zwar ist es eine Kette. Da stehen die Namen meiner Söhne drauf. Von meinem Punkt ist die Kette. Also ihr könnt euch da alles gravieren lassen. Und ich habe mich da so mega doll drüber gefreut. Die werde ich auf jeden Fall tragen und sehr in Ehren halten. Denn die ist natürlich was ganz Besonderes. Und ansonsten, was könnte ich euch denn noch zeigen? Also das kann ich euch dann schon im Kinderzimmer zeigen. Das haben wir nämlich schon aufgebaut. Das braucht er jetzt natürlich noch nicht. Aber ich konnte es nicht abwarten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Sachen. Das gefällt mir zum Beispiel auch super gut. Passt, ne, so als Bloggerkind. Diese kleine Kamera. Schaut, kann man hier so drauf drücken. Und ja, wie gesagt, ganz viele Klamotten, ein wunderschöner Bilderrahmen. Und das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Oh mein Gott, das stand bei uns vor der Garage. Und eine wunderschöne Karte war dabei. Allerdings weiß ich nicht, von wem dieses wunderschöne Geschenk ist. Beziehungsweise Geschenke, es sind mehrere Sachen. Das können wir gerne hier gemeinsam im Video noch auspacken. Und ich würde so gern wissen, von wem das ist. Denn ich würde mich gern in der Stadt natürlich bei derjenigen bedanken. Die Karte ist so, so schön geschrieben. Kann ich euch später dann auch noch zeigen. Also, ja. Da habe ich mich echt total doll drüber gefreut. Was haben wir denn noch? Ja, ganz viele tolle Sachen, wie gesagt. Aber mehr dazu dann im Video. Schaut mal, und hier liegt noch ein kleines Söckchen. Die hat meine Nichte gemacht. Wo ist denn die andere Socke hin? Ach, da ist sie. Da ist sie. Total süß, ne? Hat sie selbst gemacht. Richtig goldig. Und die kleine Bella ist auch am Start, ne? Bella, schläfst du schon wieder? Ach, und bevor ich es vergesse, ich habe noch einen Rabattcode für euch bei meinem Punkt. Und zwar nennt er sich RosellaMir17. Da könnt ihr Geld sparen und könnt euch auch was richtig, richtig Schönes anfertigen lassen. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel so ein kleines Medaillon mit den Namen, die ihr eben wählt. Oder eben was anderes Schönes, was mein Punkt so hat. Ich kann euch auch noch das hier zeigen. Das ist auch eine Kette. Und zwar ist sie auch richtig, richtig schön. So sieht die jetzt aus. Genau, aber da könnt ihr einfach mal auf der Internetseite schauen. Die haben ja wirklich ganz, ganz tollen und zauberhaften Schmuck. Heute trage ich auch die Ohrringe von meinem Punkt und die Kette. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Und ja, ich wollte euch jetzt auf jeden Fall noch ganz kurz von dem Rabattcode eben berichten, damit ihr auch die Möglichkeit habt, Geld zu sparen. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam in die Küche. Ich zeige euch kurz, was ich eingekauft habe, denn ja, wie gesagt, heute möchte ich so einiges für meine Mäuse kochen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal rüber in die Küche. So, dann zeige ich euch noch kurz die Kette, bevor wir gemeinsam in die Küche gehen. Das ist die Kette. So, jetzt habe ich den Kleinen mal abgelegt. Also, das ist die Kette. Jetzt könnt ihr es, glaube ich, noch mal einen Ticken besser erkennen. Und das sind eben die Ohrringe. Ja, so sehen die aus. Und zwar durfte mit Baby-Bio-Blattspinat dann Käse, einmal diesen hier und den, was zu naschen. Ich habe mir schon einen geklaut im Auto. Für den Max Apfelmus, frische Champignons, dann das hier zum Kürbis. Das habe ich nämlich noch gebraucht. Dann ein Joghurt, körniger Frischkäse, Sahne, frisches Brot, frischer Aufschnitt, dann Rinderhüfte. Das mache ich ja dann hier im Teppanyaki. Und zwei Brötchen. Genau. So, also der Alessandro, der ist jetzt da von der Schule als erster und der bekommt jetzt als erstes auch zu essen. So. Bitteschön.
Und der zweite junge Mann ist da. Max, es gehört ein Lissandro. Der hat gerade ein paar Nudeln vom Lissandro geklaut. Hier sind noch genug Nudeln, Max. Bitteschön. Essen meine Jungs übrigens total gerne. Allerdings fehlt natürlich noch Rucola und ein bisschen Balsamico-Essig, aber das mögen sie nicht und deshalb kommt nur Parmesan drauf. Ganz kurz auf dem Teppanyaki, wirklich nur ganz kurz, damit es nicht zäh wird und dann lassen sich das die Jungs schmecken. Und hier, wie versprochen, das wunderschöne Teilchen. Ich zeige es euch eben jetzt nochmal aufgebaut. Es ist noch viel zu früh, ich weiß. Damit kann er jetzt natürlich noch gar nichts anfangen. Aber ich konnte es einfach nicht abwarten, denn ich habe mir das Teil total gewünscht. Und es war überall ausverkauft. Ich habe es dann bei Kids Would Love entdeckt. Das ist ein Online-Shop, den habe ich durch Instagram entdeckt. Und da gab es das Schätzchen von Zebra eben noch. Oder Zebra, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Jedenfalls bin ich total glücklich, dass wir es jetzt haben. So, da bin ich wieder. Unglaublich, es ist 5:30 und stockdunkel. Ja, ich bin jetzt nicht früher dazu gekommen, die Kamera nochmal rauszuholen, denn der kleine Mann hat ziemlich viel geschimpft. Ich habe ihn jetzt mal hier drüben abgelegt auf das Sofa, das dann wieder seinen normalen Platz bekommt, wenn der Tannenbaum verschwindet. Aber ich glaube, der wird noch einen Abend bleiben. Denn ich weiß jetzt nicht, wie lange er das aushält auf dem Sofa. Wie gesagt, er hat ziemlich starke Bauchschmerzen, unser kleiner Schatz. Und deshalb packe ich jetzt einfach nur die Geschenke hier rein. Ich habe mir die Kiste mal geholt und packe die dann in sein Kinderzimmer. Und die ganze Wäsche, die wir geschenkt bekommen haben, die kommt natürlich in die Waschküche. Und dann bekommt das Wohnzimmer hier auch wieder einen normalen Anblick, das sage ich jetzt einfach mal so, wenn das hier alles verschwindet. Die verspiegelte Kommode, die kommt dann wieder hier hin und wie gesagt, das Sofa kommt dann dahin. Und dann sieht es hoffentlich hier alles auch wieder etwas ordentlicher aus. Also ich hoffe es. Und übrigens noch ganz kurz zu meinen Haaren. Ich habe heute Morgen ganz normal geduscht und meine Haare gewaschen und dann sehen die so aus. Also richtig schrecklich. Eigentlich müsste ich die glätten. Für alle, die sich immer wundern, dass ich diese Klammer hier drin habe. Also das kommt dann vor, wenn meine Haare wirklich richtig grässlich aussehen. Okay, also ich mache jetzt hier mal weiter. Und ich weiß nicht, ob wir uns dann später nochmal sehen. Aber ich denke schon, ich werde mich natürlich von euch verabschieden, ganz klar. Aber wie gesagt, der Baum, der bleibt erstmal noch stehen. Obwohl ich ja angekündigt hatte, dass wir den abschmücken. Ja, so ist es eben manchmal, ne? Mit Kindern kann man vor allen Dingen mit Babys nicht so gut planen. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Besser für mich, dann bleibt der Baum noch einen Abend. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mal im Schlafzimmer. Der Max hat mich nämlich gefragt, ob es in Ordnung ist, dass er im Wohnzimmer einen Horrorfilm schaut über Sky. Und ich vertrage keine Horrorfilme. Deshalb bin ich jetzt hierher. Ich wollte euch noch was zeigen und zwar noch was Schönes, was unterm Tannenbaum noch war. Hatte ich euch, glaube ich, heute Mittag schon erzählt, ne? Diese Geschenke, die noch verpackt sind, das mache ich dann am besten morgen, weil wir jetzt noch eine Runde kuscheln und dann mache ich mich auch soweit bettfertig und deshalb, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach morgen wieder, ne? Ein kleiner Knotter Hannesen, heute hast du ganz schön geschimpft. Okay, also bis morgen. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Guten Morgen. Wenig Schlaf. Sieht man? Wir machen jetzt, wie versprochen, die restlichen Geschenke auf. Und ich bin schon total gespannt, was drin ist. Bei dem einen Geschenk weiß ich es ja schon. Also gut, dann machen wir jetzt noch die restlichen Geschenke auf, von denen ich euch erzählt habe. Schaut mal bitte, wie schön das verpackt ist. Hier ist noch eins drin. Ich bin schon sehr gespannt. Und hier habe ich noch mein Geschenk. Das hat mir mein Mann geschenkt. Habe ich aber selbst ausgesucht beim Juwelier. Ich gebe es zu. Aber an Heiligabend,
ja, hatte ich es irgendwie nicht geschafft. Ich wollte das Ganze nämlich zelebrieren und so richtig schön gemütlich aufmachen. Und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich diese drei Geschenke mit euch zusammen aufmachen kann. Und jetzt bin ich schon, wie gesagt, gespannt. Leider weiß ich ja nicht, von wem es ist. Hatte ich euch ja erzählt, ne? Die Karte zeige ich euch auch gleich. So sieht sie aus. Richtig schön, was da drauf steht. Wir haben ganz viele Karten zur Geburt bekommen. Gefallen mir alle richtig gut. Vor allen Dingen natürlich, was drin steht, dass es von Herzen kommt. Und zu Weihnachten haben wir auch Karten bekommen. Die hier zum Beispiel habe ich von Nintendo bekommen. Da war auch ein Body dabei. Zeige ich euch gerne dann noch in einem anderen Video. Und das ist eben die Karte, die bei dem Geschenk dabei war. Und es ist auch richtig schön, was diejenige draufgeschrieben hat. Sag mir bitte, wer du bist. Jetzt packen wir aber mal gemeinsam das Geschenk aus. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where? Oh my God. Ach, das ist eine Uhr. Wie süß. Oh, die hat auch eine schöne Melodie. Oh, ist das schön. Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve. It won't fade until you paint it black. Ich hab mal ganz kurz hier hingesetzt. Ihr habt es gesehen, so, so wunderschön, was darin enthalten war. Es ist genau mein Geschmack. Also die Farbe, dann das Motiv, richtig schön. Ich liebe gehäkelte Sachen und die Marke, die mag ich ja sowieso total gerne. Ihr habt es ja schon im Video gesehen. Da hinten ist das Teilchen, beziehungsweise jetzt im Kinderzimmer, da steht noch der Karton, den müsste ich mal wegräumen. Also ich habe mich echt so, so doll darüber gefreut, wirklich. Auch die Spieluhr ist total süß. Wir haben tatsächlich noch gar keine Spieluhr, deshalb passt es wunderbar. Auch die Melodie ist total goldig und ja, ich bin echt überwältigt, fast sprachlos, dass sich jemand so viel Mühe macht und dann vor allen Dingen auch nicht den Namen dazu schreibt. Also das macht das Ganze nochmal, ja, so ganz besonders. Und ja, also mir fehlen so ein bisschen die Worte. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob diejenige jetzt dieses Video schaut. Also von Herzen wirklich vielen, vielen Dank. Also hier ist ja mein Herz, sorry. Ja, wir freuen uns total, dass da jemand so an uns gedacht hat und sich so viel Mühe gemacht hat. Ja, ansonsten würde ich sagen, beende ich jetzt an dieser Stelle mal das Video. Der kleine Mann, der schläft nämlich gerade. Ich habe schon ein bisschen was zusammengeräumt und werde es jetzt noch weiter aufräumen hier, das Ganze. Der Baum, der bleibt heute Abend noch stehen, denn ich muss jetzt auch gleich wieder los. Habe jetzt nicht so viel Zeit, kann ich wenigstens noch einen Abend den Baum genießen. Gestern Abend war ich ja nicht hier, weil der Max einen Horrorfilm schauen wollte. Genau, der hat nämlich keinen Sky bei sich unten im Zimmer. Ja. Okay, meine Lieben, also, dann verabschiede ich mich. Ihr hattet euch ein langes Video gewünscht. Ich hatte auf Instagram gefragt, deshalb ist dieses Video etwas länger geworden. Ich freue mich natürlich immer über euer Feedback. Diesen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bald sagst du auch Tschüss, ne? Naja, dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen, ne? Schläft gerade.